Wir arbeiten mit Experimenten und mit Befragungen. Ein Beispiel ist die Frage, wie sich Menschen Widersprüche zwischen Wissenschaftlern erklären. Dabei gehen wir so vor. Wir legen einen konkreten Widerspruch vor, zum Beispiel widersprüchliche Aussagen zur Rolle von Cholesterin für das Herzinfarktrisiko. Und wir fragen unsere Probanden, wie es sein kann, dass sich Wissenschaftler zu einer solchen Frage widersprechen. Und wir haben unterschiedliche Erklärungen gefunden, die Menschen annehmen, wenn sie sich einen Reim darauf machen wollen, warum sich Wissenschaftler zu einer solchen Frage so eklatant widersprechen können. Und diese Faktoren sind unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Ausbildung der beteiligten Wissenschaftler oder aber auch die Einsicht, dass es viele wissenschaftliche Fragen gibt, für die es bisher keine Antwort gibt. Und solche, wie wir sagen, subjektiven Annahmen über die Gründe, über die Ursachen für Konflikte zwischen Wissenschaftlern, die erheben wir zum Beispiel mit Fragebögen, die wir dafür extra entwickeln. In unseren laborexperimentellen Untersuchungen lassen wir unsere Probanden eine konkrete Internetrecherche durchführen zu einem von uns vorgegebenen Thema. Das sind in der Regel Themen aus dem Gesundheitsbereich oder aber auch zum Thema Klimawandel. Wir verwenden hierbei selbst entwickelte Materialien, um ein hohes Maß an Kontrolle darüber zu haben, innerhalb welcher Materialien eigentlich gelesen wird. Und eine besondere Methode, die wir in der letzten Zeit häufiger verwendet haben, ist die des Eye-Tracking, also der Blickbewegungsanalysen. Das ist eine Methode, mithilfe derer wir in der Lage sind, mit einer hohen räumlichen, aber auch zeitlichen Auflösung zu analysieren, welche Textteile von unseren Probanden eigentlich fokussiert werden und wie lange diese fokussiert werden. Für uns ist das im Zuge des Umgehens mit konfligierenden Informationen in Texten sehr, sehr wichtig, weil wir beispielsweise wissen, dass Menschen in dem Moment, wo sie innerhalb von Texten auf Konflikte stoßen, längere Fixationszeiten resultieren. Für uns also eine gute Möglichkeit, um zu schauen, bereits im Prozess, ob unsere Leserinnen und Leser eigentlich in der Lage sind, die Konflikte, die wir in den Texten enthalten haben, über die wir aber nicht vorab informieren, entdecken. Vielleicht noch spannender ist es für uns, dann in der Folge zu beobachten, wie unsere Leserinnen und Leser dann eigentlich weiter vorgehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche Leserinnen ziehen es vor, einzelne Textteile noch einmal aufzusuchen und nochmal gründlich zu lesen. Andere versuchen, im nachfolgenden Textabschnitten Erklärungen für den gerade gelesenen Konflikt zu suchen. Wieder andere ignorieren den Konflikt einfach und lesen weiter, als sei nichts geschehen.